Wir zeigen hier im neuen Museum Weimar und im Stadtschloss insgesamt 20 Geschichten der Ernestiner, also dieser Dynastie, ohne die die Reformation so nicht stattgefunden hätte. In Weimar präsentieren wir die drei großen Kapitel Glaube, Reich und Wissenschaft. Die Ernestiner waren auch leidenschaftliche Förderer der Wissenschaft. Und darum geht es im großen Kapitel und in den Geschichten der Wissenschaft, zum Beispiel von der Gründung der Universität Jena als neue hohe Schule in Jena 1548. Wir haben eine Reihe von fantastischen Leihgaben, sogenannten Stars, aber wir haben auch solche aus dem eigenen Haus. Und über die freuen wir uns ganz besonders, den Reformationsteppich an erster Stelle, den wir zeigen können hier in seiner ganzen Pracht, in dem sich die Ernestiner deutlich zeigen als Schutzherren der Reformation. Den weitesten Weg hatte eine Karte, eine gedruckte Karte. Sie kam aus der Nationalbibliothek in Jerusalem zu uns, die Karte des Heiligen Landes. Von Lukas Cranach dem Älteren geschaffen, Anfang des 16. Jahrhunderts. Und über sie freuen wir uns ganz besonders. Sie erinnert an die Pilgerreise Friedrichs des Weisen 1493 ins Heilige Land. Ganz bewusst haben wir uns für ein Konzept entschieden, nicht über Protagonisten zu erzählen, sondern in Geschichten zu fassen, was für uns besonders wichtig ist am Agieren und Wirken der Ernestiner. Und es ist die Einladung an die Besucher, sich die Geschichten herauszusuchen, die sie ganz besonders ansprechen oder interessieren. Beachtlich war sie. Viele Dinge, die man schon splitterhaft weiß, plötzlich in einen Duktus zusammenführt, ob das jetzt politisch ist oder die Glaubensfragen. Also das wird hier großartig. Plötzlich klar. Natürlich gut. Ich bin Fan von Weimar. Und war gestern im Schloss und heute eben hier. Es ist für jeden schade, der sie sich nicht anguckt.